Ja, hi Leute, willkommen zurück. Folge 10 Monster Energy Supercross. Die Meisterschaft im Westen, zweites Rennen in San Diego. Los geht's. Today's round of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship will take place inside Petco Park in San Diego, California. So, da sind wir. Ich bin auf den Kurs gespannt. Wie gewohnt, ein bisschen Qualifying. Los geht's. Ist ein bisschen zu weit. Na gut, Leute. Zwei, drei Ründchen drehe ich noch. Jetzt machen wir erstmal einen Cut hier. Wir sehen uns dann im Halbfinallauf. The riders are locked into the gate for the first 250 heat race of the night. This one is going to be intense, as only the first 9 riders. So, San Diego, erster Halbfinallauf. Ziel natürlich die ersten 9. Und Start. Diesmal mal nicht den Start verschlafen, wäre schön. Los.
an. Sicher nach Hause fahren, das Ding. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr hier. Ist ja nur der Vorlauf. Weiter. Das lässt doch hoffen fürs Main Event. Checkered flag. That's the end of the first 250 heat race. Here's a look at the results. Of course, the top. Ja, da bin ich aber mal gespannt. Hi, everybody. I'm Ralph Shaheen. We are in California for another spectacular round of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship. Petco Park in San Diego is packed full of enthusiastic race fans. He has the speed and the style that makes him a fan favorite. So Leute, Main Event in San Diego und wir müssen was gut machen. Wollen wir wirklich hier diesmal in der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden? Also diesmal muss es ein Podestplatz sein. Get ready, the gate is up. Yeah.
dran. Sich selbst weg. Sehr gut.
rauskommen. Podestplatz weggeworfen. Oh mein Gott, vierter Platz. Riesenenttäuschung, so wie das Rennen gelaufen ist. Really had to push the limits to make the podium. Mein Gott. Let's take a look at the 250 results. Well, 18 Punkte in der Meisterschaft. Macht das. Platz 5. Platz 5. Mein Gott, ist das ärgerlich. Leute, Leute, es tut mir leid. Ich hätte hier gerne den Podestplatz gefeiert. Aber in der Meisterschaft sind wir zumindest noch dabei. So, das war's dann auch mit Folge 10. Leider haben wir in den letzten zwei Runden den Sieg weggeschmissen. Trotzdem bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder falls ihr es noch nicht habt, ein Abo. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch weiterhin dabei seid. Leute, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.